Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Stein auf Stein. Wir bauen Lego und zwar wieder mal Brickheads und heute geht es um Homer und Krusty. Nein! Homer, mein großer Held, schon immer. Man sieht es mir fast auch nicht an. Ich habe mega Bock drauf, die zusammenzubauen. Das machen wir jetzt auch. Ich fange mal mit Krusty an und dann melde ich mich noch mal kurz. Hier ist er, Krusty der Clown. Ja, ziemlich cool. Aber irgendwie, da fehlt der Bauch. Aber ansonsten ist der ziemlich genial. Krusty der Clown. Jetzt bitte noch Tingeltangel Bob und Tingeltangel Mel. Ne, und alle anderen, bitte. Alle, die es von den Simpsons gibt, bitte bauen. Und Apu, bevor er verschwindet aus der Serie. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Krusty, ziemlich cool gelungen. Ich finde den super. Ne? Wobei, hier hätte man die Chance gehabt, vielleicht die Augen der Brickheads zu verändern und die weiß zu machen. Ne? Wie bei den Simpsons halt üblich. Aber hat man nicht gemacht. Muss man aber auch nicht. Sieht auch so super aus. Ich finde Krusty toll. Dann baue ich jetzt mal einen Homer zusammen. Und wollen wir mal gucken, wie der sich so macht. Thank you.
Simpson, Homer Simpson, he's the greatest guy in history. In the town of Springfield, he's about to hit a chestnut tree. Oh! Homer, ja, mein heimlicher Held. Irgendwie merkwürdig ohne Nase. Ja, weil bei Krusty, da hat er noch eine Nase, was klar ist, weil Krusty hat ja eine Clownsnase, aber Homer hat so gar keine Nase. Das wirkt ein bisschen seltsam, dafür hat er aber seinen Bauch und Donuts. Und nicht nur einen, denn dieser Brickheads hat eine Besonderheit, denn er hat einen abnehmbaren Bauch und da sind Donuts drin. Das finde ich fantastisch. Ja, wenn ihr mal ein Geheimversteck braucht, dann könnt ihr da eure Kleinigkeiten rein verstecken. Ne? Bisschen klein halt, aber man kann es verstecken. Ich finde den super, ich finde das auch super gelöst mit den zwei Haaren hier oben, mit diesen Antennen und so. Gefällt mir einfach gut. Ich finde den schön. Homer halt. Man hätte den Kopf noch ein bisschen runder machen können. Auch da wäre doch mehr möglich gewesen, weil die haben ja alle eher einen runderen Kopf. Da hätte man vielleicht noch eine Platte oben drauf bauen sollen oder wie bei anderen Figürchen halt oben den Kopf etwas runder machen. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich wollte die beiden unbedingt haben und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie nun in meine Sammlung aufnehmen kann. Vielen, vielen Dank nochmal an den lieben Norman an dieser Stelle, ne, der mir diese hier mit reingepackt hat. Ich feiere das sehr. Ach, schön, oder? Ja, Brickheads, die Simpsons, richtig cool. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut euch mal auf dem Kanal um. Ich habe schon reichlich Brickheads zusammengebaut und ich werde auch noch einige zusammenbauen und auch andere schöne Lego-Sets. Also ne, einfach auf dem Kanal umsehen und dann gibt's Lego satt. Bis dahin bin ich raus. Daumen, Abo, wieder anschalten. Tschüss.